Willkommen und ich muss noch kurz vorher, bevor das Video anfängt, was sagen. Und zwar, Battlefront wird jetzt jeden Freitags kommen und dafür Battlefield jeden Mittwoch. Diese Woche war es so, dass diese Woche war es so, eher gesagt, dass nur Battlefront kam oder gekommen ist. Ja. Das war's und Video ab. Hallo und willkommen zu Star Wars Battlefront. So. Warte, Mikro gut ausrichten. So. Ja, ich gehe auch unvorbereitet in eine Aufnahme. So, wir spielen Kampfläuferangriff. Das heißt, Leute, die die Beta gespielt haben, kennen es auch über. Warte. Walker Souls. So. Gut, wir tun mal überspringen. Wir wählen den richtigen Blaster aus und nicht die Schrotze, warum das auch immer ausgewählt ist, warum auch immer. Ne, so, wir müssen verteidigen den Kampfläufer oder den AT-AT. Heißt doch AT-AT. Ja, ich lass mal. Ja, der AT-AT. So, und da wollen wir gerade von T-57. 47 gewählt. Und aus irgendeinem Grund war. Ah, interessant. Supi, supi. Supi. So. Dann kann ich auch noch ein bisschen erzählen. Währenddessen. Ja, letzte Aufnahme war ein bisschen chaotisch, ein bisschen. Gut. Simon war auch ein bisschen lauter. Lauter, ja. Und bei Dings, ich habe vergessen, das Bild einzufügen, das Game Dudes Bild. Wo die PS4 nicht aufgenommen hat. Kann man nichts machen, ne? Gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir so haben. Und zwar. Leerer Slot, neue Objekte für Sternkarten. Können wir uns um. Die sogenannte Impulskanone ist ein auf dem DLT-20A basierendes, unglaublich effizientes und sehr beliebtes Scharfschützengewehr. Seine Durchschlagskraft hängt von der Ladezeit vor dem eigentlichen Schuss ab. Aha. Kontaktgranaten haben einen kleineren Explosionsradius als Thermaldetonatoren, explodieren bei Kontakt mit einem Objekt. Also eine Impact Grenade. Ich nehme lieber die Sniper. Ich will auch nur. Nie ausrüsten, ne? Gut. Ich muss meine Scout-Pistole, glaube ich, hier hergeben, ne? Ich kann nur hier die Karte tauschen. Pulskanone. So, dann tun wir mal beitreten. Wir sind aber auf der gleichen Map, das ist gut. Stimmt, jetzt spielen wir Angreifer, ne? Ja, Digga. Okay, ich wurde gebalanced. Ich habe jetzt einen R5. Ein Droide. Ah, doch. Das Lava. Da bekommt man doch Schaden. So, kriegen wir den weg. Kriegen wir den weg. Ich glaube, da oben sind auch noch welche, ne? Die sollte ich auch nicht aus den Augen lassen. Ah, da bist du ja wieder. Fehlerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Hier irgendwo ist der noch, oder? Da oben sind noch. Yo.
springen wir genau in die Arme. Uiuiuiuiui, weg da. Beschütze mich. Folgst du mir auch? Ich glaube nicht mehr. Ah doch, der folgt mir. Folgt der mir oder mein Partner? Das ist die andere Frage. Okay, ich gehe mal ins Kreuzfeuer. Supi. Warte mal. Okay. Ah, der da oben. Ich glaube, ich sollte mal die neue Karte ausprobieren, ne? Das wäre eigentlich eine super Zeit. Besonders jetzt. Weg da! Das ist eine Rakete am Anflug. Gut, ne, aber brauche ich Y-Wings? Obwohl, wir sollten ihn doch mal aktivieren. Die Abwinkstation wurde aktiviert. Stimmt, wir sind doch Angreifer, ich wurde nicht gebalanced. Wir müssen doch verteidigen. Ach, scheiße. Das ist ja scheiße. Was haben wir hier? Ach, guck mal, das ist nochmal ein Droide. Intelligente Rakete. Ah, gut. Ist kaputt gegangen. Ein Droide. Ah, super. Das wird mal wieder eine Folge, wo ich wieder nichts drauf. Ich sag doch, wo ich nichts drauf haben kann. Leute. Die überrennen uns gleich, wenn ihr gerade nichts tut. Ja, das meinte ich damit, ja. Ja. Ich fühle mich ein bisschen... Ja gut, ne? Ein bisschen... Fehl am... Na, fehl am Platz nicht. Ja, ne? Eine Rakete im Anflug. Schnell weg! Gut, ne? So. Irgendeinen wird schon treffen. Sag ich mir da mal. Das ist ja... Ah, Mann. Kann ich mir keinen anderen Blaster leisten. Obwohl, der ist auch gut, glaube ich. Ja, das ist auch gut. Er ist auch gut, also... Ich bin eh so gerade nicht im Nahkampf tätig. Also kann ich ein Sturmgewehr... Ja... Ist, glaube ich, ein Sturmgewehr. So, gucken wir mal. Weg da. Muss ja schlie. Ah. Thomas. GN522. Und was ich noch ansprechen wollte, ist, dass leider die Folge einen Tag zu spät kam. Die letzte. Da war ich leider schuld. Aber ein richtiges leider. Ich weiß nicht, wie ich es gut machen kann. Hab ich auch über. Ah, au, au! Die haben keine Manieren hier. Weg da! Wow! Weg da! Aber so was von. Komm. Wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Ah, ich bin auch neu im Spiel, meine Güte. Wo ich im letzten auch noch gut war. Ich sollte mal weniger, ja, weniger reden, dann kommt das Video schlecht an. Ich glaube ja auch. Was Schlechtes, meine ich. Oh, ja. Ich bin schon weg, keine Sorge. Ich bin da schon weg. Muss man das nicht verteidigen?
Kein das doch gerade, oder? Warum piepst das so? Ich leg mich gerade nicht mit dem ATS an. Ach gut, da ist er weg. Da ist er weg, denn der ATS. Ein Boba Fett. Ja, genau. Ein Boba Fett hier. Hier und da. Ach Mensch. Ich habe heute auch gar kein Glück, ey. Obwohl, heute habe ich. Ein bisschen. Nein. Gutes Glück eigentlich. Hatte ich heute. Bis jetzt. Yeah. Ja, ich gehe schon weg, keine Sorge. Meine Güte. Ist das noch irgendwie anders erfasst? Sehr gut. Wir müssen das weiterverteidigen. Verstehe den Modus. Weg ist er! Da ist er weg hier. Eben waren sie noch da. So. Das ist. Ich darf auch nicht so ins Sichtfeld vom AT-AT kommen. Wirklich. Toll. Den Jetpack ich nicht. Na gut. Im Krieg darf ich das auch nicht sagen. Also. Oh, jetzt darf ich mal kurz als Helden spielen. Oder ist das ein Helden? Ein A-Wing. ich fliege. Gibt's überhaupt. Kann ich Schaden zu jemandem zufügen? Oder. Scheiße. So, ja. Ich sollte mal wieder ins Kampfgebiet fliegen. Und wo ist denn der Feindliche? Weg da. Wo seid ihr? Da seid ihr, scheiße. Und da bin ich. Wäre der Felsen da nicht gewesen, ne? Dann wäre ich länger überlebt, ne? Nur da oben. Kann ich oben hin? Ja. Das war der Orbitalangriff, den ich letztes Mal so drüber lustig gemacht habe. Ich sagte. Oh, ja. Na gut, ne? Jetzt mal dich verpissen. Vielen lieben Dank. Oh. Aim wie eine Katze. Weg da. Ja, genau. Wollte schon gerade sagen, die kann mich hier. Ja. Am Arsch. Soll ich nochmal? Ja, und uns das Upgrade nochmal. Ne. Warum denn nicht schnell nochmal fliegen? Ne. Sehr gut aus, ne? Jetzt habe ich auch. Jetzt weiß ich endlich, wo der ist. Scheiße, kann er gut fliegen, ey. Da hilft mir die Jette. Warum Battlefield 4 auch nicht mehr? Schnell. Ich als Luftangriff muss eigentlich ganz gut. Geil, ich habe zwei Gegner besiegt, warum auch immer. Scheiße. Der zieht auch ein bisschen nach, das ist doof, ne? Egal. Ich habe was gebracht, ich habe zwei Gegner getötet, also.
Dann wird das was gebracht. Stimmt, wir können ja immer noch angreifen, ne? Dann greif ja an. Geil. Ist ja gut. Weg da, danke. Aber geil. Wir haben 8080 zerstört, ne? Wir haben den Sieg gewonnen. Jo. Jo. Das reicht mit der Folge, glaube ich, alles hier. Warte, gucken wir mal nochmal. Jo. Ja. Bisschen flotter, ey. Bitte. Oh. Ja, da ist es natürlich. Da ist ein bisschen zu früh. Keiner hat meine Stats gesehen. Das ist sehr gut. Gut, damit würde ich mal sagen. Heute gab es keine Probleme mehr. Da würde ich mal abgeben an Simon. Also, falls ihr wollt, dass. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonnieren. Das letzte Video klicken, ne? So. Und Kommentare mir schreiben. Nette. Besonders. Da würde mich, ja. Ich beende mal die Aufnahme. Tschüss. Bis dann. Bis irgendwann mal. Ciao. Moinsen und herzlich willkommen hier wieder bei Eurotruck. Wir fahren dieses Mal einen Volvo und ich bin hier mit dem Thorsten zusammen. Morgen. Mit der auch dieses... Oder Mittag oder Abend, mir egal.